Komm Leute, zurück zu Let's Play Siege of Avalanche. Ja, wir haben letzten Part Zombie Lydia getroffen und sie natürlich eiskalt vernichtet mit Felik, der mal für was Gutes mal für zu gute Nutzen war und mit Kältekegel platt geschossen hat. So, jetzt reden wir mit dem Geist. Sie sollte eigentlich verschwinden, nachdem wir ihren Körper beseitigt haben. Ich danke euch vielmals. Nun hör zu, zweifellos habt ihr von unserem Forschungspfad gehört. Wir waren in keinster Weise auf das vorbereitet, was wir hier unten antrafen. Nämlich eine große Ahul-Streitmacht. Niemand ahnte, dass hier unten etwas auf unsere Vernichtung aus sein könnte. Doch man wählte eine Kundschafterin und einen Ritter als Begleitschuss für den Seher. Nur für alle Fälle. Es muss hier eine ganze Sturmfaust dieser Barbaren hier drin gewesen sein. Habt ihr eine Ahnung, wie die Ahul hier reingekommen sind? Jemand in der Krypta? Nein, aber das ist nicht einmal das Schlimmste. Man sagte mir, der Erdstein sei sehr wichtig. Doch ich war so neugierig, dass ich einfach fragen musste, warum. Ja, ich versuche geisterhaft zu reden. Fragt nicht. Man belehrte mich, dass der Erdstein die Macht besäße, Avalon zu zerstören, weil es in falsche Hände geriete. Das hat man uns auch gesagt. Wenn man die Tatsache berücksichtigt, dass die Ahul hier sind, ergibt das die falschesten Hände, die ich mir vorstellen kann. Gut. Was ist mit der Gruppe geschehen, dass sie so zombiehaft wurde? Mich würde gerne interessieren, was das für ein Ding da war, das uns die ganze Zeit mit so einer Todeswolke abgeschossen hat. Ich würde es jetzt mal so beschreiben. Denn halt einfach. Weil diese Zombie-Lydia, aber diese Lichtstein, da war da diese Kreatur, die uns mit einem Zauber oder irgendwas ähnliches umgenietet hat. Sah aus wie eine Wolke. Die Aul fielen sofort über uns her. Sie waren nicht überrascht, uns hier zu sehen. Und Wayner müsste sie an seiner Kleidung erkannt haben. Denn sie sorgten dafür, dass der unverletzt blieb. Okay, schon wieder ein Verräter. Der Seher war schon wieder ein Verräter. Das ist doch. Wie viele Verräter ist das? Unser Ritter erschlug nicht wenige, bevor sie ihn gefangen nahm. Inzwischen hatte er bereits bewegten Worten von seinem Leben Abschied genommen und beauftragte mich, Vayner in Sicherheit zu bringen. Hä, warte mal. Die Ahuls fliegen, ja, sie fanden nicht überrascht, uns zu sehen. Und Vayner müssen sie in seiner Kammer, denn sie sorgten dafür, dass er unverletzt blieb. Ja, also, hä? Warum sollte man Vayner in Sicherheit bringen? Well, wenn. Okay, ich bin verwirrt. Macht euch keine Vorwürfe, Geist. Eure Feinde waren in überwältigender Überzahl. Wir rannten so schnell wir konnten, aber die Aul mich hier einholten, schrie ich dem Seher zu, dass er weiterrennen sollte und dass ich sie aufhalten würde. Großartig habe ich das gemacht. Während ich mein Leben ausröchelte, habe ich beobachtet, wie sie ihn gefangen nahm. Der letzte, woran ich mich erinnere, bevor ich fortglitt und ein Geist wurde, in einer der Ashar-Ahul, wie er sagt, bringt ihn nach oben. Der Seher hat den Erdschein bereits auswendig gemacht. Ich bin nur froh, dass wir ihn noch nicht an uns genommen hatten, als die Ahul über uns herfielen. Das hätten wir ihn sozusagen mit Handkuss überreicht. Bestimmt wollte ihr Zerot das alles so bald wie möglich berichten. Ja gut, die verlässt uns nun. Das Gefilde ruft sie. Ruhe in Frieden. West in Peace, Geist. Und weg. West in Peace. Ja, was? Der Wayner überlebt also noch. Echt? Ich dachte, der ganze Trupp ist tot. Warte mal. Ja, der Geist erwähnte die Freundschaft mit Felius im Kellergeschäft. Geist, ja. Oh, der überlebte. Wayner lebt noch. Oh. Der Geist der Kundschafterin ist nun frei. In Austausch dafür, dass ich ihren Körper zerstöre, der sie in Menschenwelt gebunden hat, enthüllte sie mir das Schicksal von Waynars, den Seher. Er wurde anscheinend von den Sha'ahul gefangen genommen, nachdem der Versuch des Ritters, sie aufzuhalten, fehlschlug. Weiter erzählte sie mir, dass der Seher habe wenige Augenblicke vor dem Überfall mittels Hellsicht den Standort des Erdsteins ermittelt.
Dieser Auftrag hat wahrscheinlich einige seltsame Wendungen genommen. Sobald sich die Gelegenheit dazu gibt, muss ich mit Felix erzählen, dass ich dem Geist einer Freundin begegnet bin. Ich bin gespannt, wie er die Nachricht aufnehmen wird. In Anbetracht solch einer Freundschaft als auch seiner eingehenden Beschäftigung mit den Untoten. Jo, wir sind dicke Freunde von Felius. Aber bevor wir das machen, kaufen wir uns nochmal von unseren Lehrmeistern Sachen. Gut. Interessant. Euch ist das Interessante. Aber erstmal. Ja, das lasse ich jetzt diesmal drauf. Trefferpunkte verstohlen halt. So. Wir verkaufen erstmal diesen ganzen Plunder. Und wir brauchen ja nur ein Perlmutterin. Perlmutterring. Und ich überlege, ob ich nicht auch Zweikampf hingehen sollte. Ich meine, das Ding hat 8, 16 Quetschen und Magie, Schaden und Leben tut das auch noch. Das ist natürlich was anderes als das hier. Das ist so ein Schwert, aber diese Keule ist nicht schlecht. Und dafür müssen wir ein Schild loswerden. Das ist nicht so ganz vorteilhaft. Aber ich glaube, wir verkaufen erstmal. Aber diese Keule hat Charisma. 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 Ach nee, Charisma minus 15. Ach so, ja dann. Ist trotzdem eine gute Waffe. Ja, die Waffe nehmen wir mal mit. Die betäubt wohl einen Gegner wirklich lange. Das könnte praktisch sein. Gegen manche. Wie gegen diese Lurker zum Beispiel. Da ist der Ritter. Oh. Ja, der arme Ritter. Die haben sich aber ganz schön weit durchgekämpft. Von hier bis nach oben hin. Und da war immerhin eine ganz schöne Armee an der Holz. Sie müssen sich ganz schön durchgekloppt haben. Und Wayner ist nicht tot, er lebt. Ich habe das gerade nur ein bisschen falsch verstanden. Glaube ich. So wie ich das verstanden habe, ist Wayner ein Verräter. So habe ich das so aus dem Textinhalt da rausgelesen. Aber laut dem Journal ist er doch nicht. Ich bin zwar ein bisschen stark verwirrt, aber eine Aufklärung wäre nett, was jetzt Wayner wäre. Ein Verräter oder ein Gefangener? Naja. Vielleicht habe ich noch ein bisschen komisch gelesen. Okay, diese Echse kann ich wohl lassen. Ah, diese Keule bringt wohl auch nichts. Den Perlmutterring habe ich schon. Helm kann weg. Oh, was ist das denn? Ach, Diamantring kann auch weg. Weg. Ne, das behalten wir. Das behalten wir auch. Echt? Schon alles weg? Ratgeber für Magier. Und das da. Ja, die zwei Bücher nehmen wir mal mit. Dann haben wir noch die ganzen Schwerter. Kann jetzt wahrscheinlich wieder 15 Minuten dauern. So. Hier, warte mal. Ich glaube, das mache ich gleich. Wenn der Part zu Ende ist. Ich verkaufe jetzt nur noch diese paar Sachen hier. Langschwert, Langschwert, Stahlkeule, Breitschwert, Stahlkeule, Vollhelm. Die Knochenkeule lasse ich, ne? Was sicherlich keinen schicken Eindruck, wenn man sowas mitschleppt. So, aber als erstes. Suchen wir unseren Lehrmeister. Ich hab vergessen wieder ich. White. Ne, oh, da liegt ja Simek. Ne, Sinwick. Was hast du noch beizubringen? Ach, nur das da. Lautlose Bewegung. Danke. Kann, glaube ich, auch praktisch sein. Also, wir lernen alles, was geht. Da oben war ich ja schon. Okay, dann gibt's hier nichts mehr. Dann haben wir noch über uns noch einen anderen Typen. Ich glaube, so ein paar Punkte muss ich lassen. Im nächsten Chapter nehme ich auch, dass es ja wieder Punkte gibt, was man erlernen kann. Nehme ich jetzt einfach mal stark an. Deswegen will ich das dann alles so lassen. Hier geht's nach oben. Vielleicht sollten wir auch mal zu Seroth gehen, ne?
Vielleicht interessiert es ihm auch, dass wir seine tote Truppe gefunden haben, mehr oder weniger. Ich meine, einige sind auch noch weg. So, da oben waren wir auch schon. Ey, ich war hier so lange nicht mehr oben. Es ist zwar eine Woche her, aber man vergisst was schnell, wenn man so viel anderes zockt. So, du warst doch der andere Lehrmeister, oder? Sehr Kerl, dann. Kampftechniken. Fortschritt. Danke, nix, gut. Gut, 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 gut. Kann ich eigentlich noch irgendwas nehmen? Ich könnte Kraft erhöhen. Kostet nur 4 Punkte. Machen wir mal. Kondition. Eine primäre Verbesserung durch magische Gegenstände, Kondition, Windigkeit deines Charakters, Heilgeschwindigkeit und Resistenz. Das kostet 4 Punkte. Machen wir mal. Konstitution, Trefferpunkte, eine Widerstandsfähigkeit, okay, Heilgeschwindigkeit. Ja, wir machen einen Punkt auf Charisma. Warte mal. Persönliche Ausstrahlung. Wirkt sich beim Kauf auf Verderber. Wir haben ja schon jede Menge Knete, das glaube ich, lassen wir. Okay, machen wir das. Das machen wir zweimal, gut. Das lasse ich jetzt. Wurzelrot. Okay, ich weiß, was mit der Sucheinheit geschehen ist. Ja, und berichtet halt. So, Oberungsverwalter umfassen. Die Holz wissen jetzt, wozu der Einstein in der Lage ist, und sie wissen auch über Wilder und seine Fähigkeiten Bescheid. Vielleicht ist dieser mächtige Untote, von denen die Kontakterin sprach, auch dort, um sich der Stein zu beschmächtigen. Wilder ist möglicherweise der Einzige, der das untote Wesen gesehen hat. Wahrscheinlich weiß er bereits, was er ist und was er treibt. Hm. Ihr müsst dorthin zurückkehren und den Seher befreien. Hä? Soll ich es bei der Gruppe befreien oder was mal von wo befreien? Vorläufig muss jedoch ein direkter Zusammenstoß mit diesen Wesen vermieden werden. Er wäsche nur wenig über seine Kräfte, doch es bedarf einen außergewöhnlichen hohen Grades der Zauberei, um Untote auferstehen zu lassen. Und sie sehr zu seelenlosen Seelen zu machen. Wählt eure Begleiter mit Weisheit. Ja. Und noch ein paar Trainingspunkte. Ruth sagt, ich soll Wayne retten. Und wo ist der? Der hat gesagt, der ist verschwunden. Aber wo ist denn Wayne? Wo ist der denn? General Roth erstarrte nur einen Augenblick lang, als ich ihm berichtete, dass ich den Suchtrupp abgeschlachtet und seine Kundschafterin untot vorfand. Ja. Dafür aber von dem Seher keine Spur. Seine Augen verengten sich um eine Winzigkeit, als ich die gefallenen Cha'ahul erwähnte, die rings um seinen toten Ritter lagen. Seine Augenbrauen hob sich überrascht, als ich von dem Geist der Kundschafterin und dem mächtigen Untoten erzählte, die ihren Leichnam wandeln ließ. Irgendwas in meinen Augen muss ihn überzeugt haben, denn er glaubte mir die Geschichte. Im Gegenzug ließ er mich wissen, dass der Verrat Oberons offensichtlich auch eine Beschreibung des Erdsteins und dessen Macht Avalon zu zerstören enthielt. Sowie die rätselhafte Befähigung, sich Einlass in den unteren Tempelbereich zu verschaffen, möchte ich hinzufügen. Und dass dieser Auftrag an Bedeutung gewann, weil die Cha'ahul offensichtlich Vaders Fähigkeiten erkennen. Abgesehen davon bin ich mir inzwischen zweier Tatsachen sicher. Ich habe gelernt, die Mimir Serur zu deuten, und er hat gelernt, mich zu durchschauen. Darum beunruhigt mich das. Okay. Ich würde gerne wissen, wie viele Informationen Oberon weiß. Der weiß ja ziemlich viel. Fürs Erste. Also. Freund Wayzian. Wer war Wayzian? Ich habe euren Freund Wayzian kennengelernt. Der unverschämte alte Narr hat doch tatsächlich die Stirn besessen weggetreten. Hä? Ja, natürlich. Ja, okay, nee. Ich weiß nicht mehr, was da für eine Quest war. Na gut. Gehen wir mal zu Bones. Erstmal zur Treppe. Bones, wo war der denn? Bones. Da. Kellergeschoss. Und Fiolius. Hm.
Bonesy, Bones, 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 wo bist du, Bones? Bones, Bonesman. Irgendwas Wichtiges. Ja. Aura vor Eisenstoff. Eisen! Aura von Eisen. Was? Außer. Hä? Schutz vor Blitzenspruch. Aura von Eisenspruch. Was? Ich nehme an, das ist körperlicher Schutz. Ah, ich glaube, das ist der Zauberspruch, womit die Leute leuchten. Nee, lassen wir mal. Brauche ich nicht. Wie viel Zeit bleibt uns noch? 4 Minuten. Ja, das reicht. So, Felius. Seht ihr meine Freundin oder irgendwelchen interessanten Exemplaren von Untoten in den Ruinen begegnet? Ich bringe euch höchst betrübliche Kunde, Magier Felius. Was habt ihr auf euren Entdeckungsfahrt erfahren? Ich habe die Anwesenheit eines mächtigen Untoten gespürt, konnte bis aber bislang nur nicht feststellen, von welcher Sorte. Es tut mir leid, euch dies zu sagen zu müssen, Felius, aber eure Freundin ist zu ihrer letzten Ruhe eingekehrt. Sie war für kurze Zeit ein Geist, doch ich hoffe, ich habe sie befreit, indem ich einen Zombie tötete, der aus ihrem Körper geschaffen worden war. Er starrt halt. Tod? Wie kann das sein? Sie war die einzige Person, die je versucht hat, mein Werk zu verstehen. Jetzt hat sie zweifellos den tiefsten Einblick in meine alles umfassende Leidenschaft gewonnen. Ich werde sie schmerzlich vermissen, obwohl ein Teil von mir eifersüchtig ist, weil sie jetzt das Land der Geheimnisse betreten hat. Das Reich, das ich durch winzige Einblicke auszukundschaften versuche, ist nun ihre Heimat. Zumindest tröstete mich meine Kunde von ihr und meine begrenzte Einsicht, dass ihr Leben nach dem Tod ein wenig, ja. Wie gesagt, ich kann nicht so gut lesen, also nicht so richtig gut in Sätzen. Sie befindet sich jetzt an einem helleren Ort, soviel ich weiß. Mit der Zeit werde ich noch viel mehr wissen. Wir beide werden wieder miteinander sprechen. Gut. Es sollte euch trösten, dass ihre Seele dank des Wissens, das ihr mir geteilt habt, befreit werden konnte. Bevor sie ging, sprach sie von dem Wesen, das ihren Leichnam umgewandelt hatte. Sie sagte, es sei ein sehr mächtiger, untotes Wesen. Ich hoffe, mehr Erfahrung zu bringen, wenn ich den Seher Rainer gefunden habe. Rainer. Rainer, wo finde ich den denn? Die Erholsamen sagen, der ist verschleppt worden. Wo finde ich den? Ne, wohl, in den Höhlenabschnitt, da war ja noch ein anderer Zugang. Den sollte ich, glaube ich, auch mal erkunden. Vielleicht ist er ja da drin. Mal gucken. Rainer, den muss ich finden, nur. Naja. Okay, wir sehen uns aber im nächsten Part. Bis dann.